So Leute, enttäuschende Niederlage und genau jetzt müssen wir auswärts gegen den LASK ran. Wichtig wird sein, dass wir kompakter stehen, deswegen habe ich schon an sowas in der Richtung gedacht. Das wäre halt ärgste Defensive und da müsste man die Offensive halt ein bisschen anders ausrichten, vielleicht so in der Richtung. Keine Ahnung genau, wie wir das machen sollen. Vor allem ist hier eine gewaltige Lücke. Wir könnten es theoretisch dann so irgendwie lösen. Das wäre eine Überlegung. Vorne Öbster und Bukwa oder Öbster, weiß nicht, wie wir das am besten machen. So in der Richtung wäre es eine Überlegung. Weil in der Defensive könnten wir so kompakt stehen, dass wir sogar mit einer Fünferkette hinten stehen und einem Abräumer davor. Und offensiv ist es ja genauso. Wenn die Außenverteidiger Dampf machen, Burkhuber und Kaufmann sind perfekt für diese Positionen, könnte man das wirklich versuchen. Wir können eh nichts verlieren, gegen den LASK schon gar nicht. Da geht jeder so und so davon aus, dass wir das Ding verlieren. Ich werde diese genaueren Einstellungen der Spieler dann auch noch machen müssen hier. Aber so, wie macht man das jetzt? Also damit das Ganze etwas kompakter ist, wird Grubek als falsche 9 spielen. Das heißt, er ist wesentlich defensiver. Bei den Flügelspielern schauen wir uns mal die Fähigkeiten von Haris Bukwa an. Der ist im Dribbling gut, bei den Eckenelfmeter, Flanken gut, Passen gut, Technik gut, Weitschüsse gut. Ist ja auf jeden Fall eine sehr gute Alternative für die Flügel. Genauso wäre es natürlich Ibrahim Bingöl. Wobei der eher Dribbling und Passen gut ist, Technik auch. Öbster ist von den Fähigkeiten halt ganz stark, deswegen werden wir ihn drinnen lassen, auch wenn er sehr böse geschaut hat, weil ich ihn auf die Transferliste gesetzt habe. Verstehe ich ernst, wirklich. Und jo, Burghuber, bei den Außenverteidigerrollen müssen wir schauen. Flügelverteidiger auf Unterstützen. Das heißt, dass sie auch mit nach vorne gehen und Gas geben. Flügelverteidiger unterstützen. Simic, was machen wir bei dem? Box-to-Box wäre Überlegung, dass er einfach oder vielleicht sogar vorgeschobener Spielmacher. Dann ist die Distanz hier auch nicht ganz so groß. Mentalität gehen wir auf Kontrolle zurück. Ich glaube, dass das nicht so schlecht ist. Reifelshammer, es fällt leider noch verletzt aus. René Zieher wird bald wieder da sein. Brauchen wir aber nicht unbedingt. So, ja. Bingöl ist von den Fähigkeiten ja natürlich relativ gut. Ich muss noch überlegen, ob ich Oertel oder sie mitspielen lasse. Oertel ist bei Deckung und Tackling relativ stark. Das heißt, er ist ein perfekter Abräumer eben. Offensiv anscheinend ist er nicht so stark und da ist Simic mit dem Passspiel etwas besser. Ballannahme ist ganz gut. Serbe. Das heißt, auch hier im zentralen Mittelfeld haben wir nicht wirklich österreichische Alternativen. Nikolas Meyer wäre eventuell noch eine. Könnte man mal schauen, wie er sich spielt im Vergleich zu Simic vielleicht dann. Kann Öbster zentrales Mittelfeld spielen? Könnte er theoretisch. Öbster zentral, Bingöl auf links. Könnte man es auch überlegen, weil Öbster am Flügel hat jetzt überhaupt nichts gezeigt. Hat auch nicht unbedingt die Ausdauer dazu. So in der Richtung. Wäre für den Österreicher Topf auch besser. Wobei Öbster, ja, es ist nicht unbedingt seine Rolle. Auch von den Fähigkeiten her könnte das. Müssen wir uns überlegen. Oder probieren. Keine Ahnung. Könnte noch Nick. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ups. Könnte noch Nikolas Meyer eben probieren. Der wäre von der Rolle her ganz gut da. Könnten ihm die Chance geben, Simic mal auf der Bank. Und genau, noch ganz wichtig bei den Anweisungen jetzt eben selbst ist die Frage, was wir machen. Geduldig spielen wäre auf jeden Fall gut. Mitspieler hinterlaufen wäre relativ wichtig, gerade jetzt im Moment, wenn wir mit sehr offensiven Außenverteidigern spielen. Mehr in die Zweikämpfe gehen lasse ich jetzt auch noch an. Gerade bei den Flügelspielern müssen wir noch schauen. Bukwa nach innen ziehend wäre Überlegung auf Unterstützen, weil dann ist die Bahn frei für Kaufmann, der hinterläuft. Das haben wir bei Nürnberg im letzten Let's Play schon gehabt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und Bingöl auf klassischer Flügelspieler, weil er das einfach besser kann. Dann werden wir sehen. Waraskanin, neuer Vertrag. Gut, ich habe euch auch versprochen, dass wir in die Verträge wieder reinschauen. Jetzt schauen wir mal welche.
noch auslaufen. Es sind noch immer gewaltig viele, seht ihr hier bis da unten. Mann, Rumbold und Wöber ist klar, weil die geliehen sind. Kaufmann wollen wir eigentlich noch abgeben, wenn möglich. Ernst Öbster ist klar, Choi wollen wir abgeben. Bammer eigentlich auch abgeben. Nikolas Meyer könnte man noch probieren, verdient aktuell 230 pro Woche. Das wäre dann 275 als Ergänzungsspieler. Können wir von mir aus machen. So, Katnik ist auf nicht benötigt. Weil wir den momentan, so wie es aktuell aussieht, wirklich gut brauchen könnten wieder. Also, generell bin ich mit dieser Stürmersituation bei uns nicht ganz glücklich. Schaut es jetzt mit den Finanzen aus? Allein diesen Monat. Ein gewaltiges Minus. Das größte davon sind die Spielergehälter. Mitarbeitergehälter sind auch nicht so ohne. TV-Einnahmen, Kartenverkauf, das sind relativ kleine Einnahmen. Schaut es mit unserem Budget jetzt im Allgemeinen aus? Gehaltsbudget im Minus. Dafür haben wir gar kein schlechtes Transferbudget, merke ich gerade. Ich glaube, dass das daran lag, dass ich. Gehen wir nochmal zurück. Daran lag, dass ich die Saisonziele. Also es gibt ja einen Bonus für Saisonziele und den habe ich ziemlich runtergedreht. Jetzt sind wir bei 450 im Minus. Das heißt, wenn ich jetzt so rum verschiebe, theoretisch könnte man relativ viel verschieben, so in der Richtung. Dann könnte man noch wen holen. 2500 Gehaltsbudget. Thomas Kral zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, was wir am ehesten brauchen. Verteidigung, zentrales Mittelfeld, Stürmer. Das sind so die Positionen, wo ich ein bisschen unzufrieden bin. Verteidiger haben uns Thomas Kral schon angeschaut und da ist die Frage, ob der jetzt überhaupt noch zu uns kommen möchte. 1000 pro Woche. Freikaufsklausel gerne, Gehaltserhöhung gerne. Ja, klingt gut. Als Stammspieler. Ich gehe mal auf 700 runter. Das ist nicht so schlecht. Jetzt haben wir immerhin schon ein bisschen Geld gemacht. Gehen wir auf 750. 750 in der Woche. Für einen Stammspieler, das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Dann schauen wir Mittelfeld zentral. Ob es da irgendwen gibt. Thomas Hölzschel, den kenne ich eigentlich nicht. Doch keine schlechten Werte. Gehen wir den mal scouten. So, kennen wir da sonst noch irgendwen? Gerald Puntigam, den kenne ich auch. 30 Jahre schon. Eldar Topic, 32. GAK, Richie Wemmer, 34 Jahre. War auch kein schlechter Spieler. Das Alter sollte man vielleicht ein bisschen einschränken. Gehen wir auf Alter bis maximal. Ich würde fast sagen 28, sowas. Und dann ist die Frage, gehen wir nach Alter nochmal sortieren. Fangen wir aber oben an, weil ich glaube, das sind die besseren Spieler. Wenn ich da irgendwen kennen würde. Ich kenne da leider niemanden. Gehen wir mal bei den jüngeren Spielern schauen. Wang Pierre. Cool. Oder bei den ganz Jungen. Jovicic. 19 Jahre jung. Scouten können wir ihn mal, aber da ist, glaube ich, nicht viel dabei, was interessant wäre. Gehen wir nochmal auf Torjäger. Ein richtiger Knipser wäre halt was. Daniel Brauneis. Abschluss 14. Der ist generell nicht so schlecht. Den kenne ich immerhin sogar. Matthias Lindner, der war mal bei. Der ist nicht schlecht, der war bei Mattersburg. Ich weiß noch, dass sich der ganz gut entwickelt hat im Fußballmanager. Damals hatte ich den. Und der hat auch interessante Werte. Marvin Weinberger, ehemals Sturm, keine guten Werte. Edin Salkic. Auch keine so schlechten Werte, werden wir auch gleich scouten. Harun Soleimani. Auch sehr gute Werte, bin auch überrascht. Dennis Muic kenne ich auch noch irgendwoher. Aber nicht so überragend, da waren die anderen besser. Thomas Helly, der war bei Wiener Neustadt, glaube ich. Mein Fußballwissen. So, Michael Wallner, Christopher Meyer. Timo Neuhofer, 17 Jahre jung. War nicht so überragend. Gut. Was haben wir sonst noch irgendeine Position? Ich denke, nee, momentan passt es.
spricht über Thomas Hölschel, wäre eine hervorragende Neuverpflichtung sogar. Spielt in der Landesliga. Der wäre sogar vorgeschobener Spielmacher, also genau die Position, die wir bräuchten. Jovicic, keine lohnenswerte Verpflichtung, schade. Trainingsbericht. Ernst Öbster, besorgniserregende Leistungen. Aber Hölschel, ich würde den echt gern holen. Verlieren können wir eigentlich nichts. Probieren wir mal einen Probevertrag anzubieten für eine Woche. Vielleicht können wir ihn dann ein bisschen genauer anschauen und wissen dann ein bisschen mehr über ihn. Schriebel ist wieder zufrieden mit unserer Vorbereitung auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass dieser Taktikwechsel jetzt keine schlechte Idee waren, aber sie waren dringend notwendig. Zufriedenheit des Vorstands, ja, stabil. Die Teamharmonie ist nicht so, deswegen vertrauen sie mir nicht ganz so. Okay, Hölschel wurde abgelehnt. Brauneis wäre eine gute Neuverpflichtung, Lindner eine sinnvolle. Ich probiere das mit dem Hölschel jetzt. Okay, Stammspieler fordert 950. 850 könnte man zahlen. Gehen wir mal weit runter. 700, was fordert er sonst so? Gehaltserhöhung. Ja, das ist alles okay. Wenn wir echt aufsteigen sollten, dann kriegen wir natürlich mehr als genug Gehalt. Aber das wird sicher nicht passieren. 750, voll in Ordnung, bitte. So, und Lindner ist die Frage, ob wir das vielleicht machen. Grubeck ist aber 20 Jahre jung, ich will den nicht unbedingt auf die Bank setzen. Also Christoph Bann ist auch relativ jung, 20 Jahre, Oraskanin ist jung. Wir haben sehr viele junge Stürmer. Das Problem ist halt, es wäre auch nicht schlecht, wenn wir da einen Erfahrenen hätten. Lukas Katnik haben wir natürlich noch. Aber der ist von den Fähigkeiten her schon um einiges schwächer als ein Lindner. So, ich gehe nochmal auf Vereinen anbieten. Generell, wie lange haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Gehen wir auf die Transfers und auf Liste ungewollter Spieler. Das sind ja einige. Oder gehen wir vielleicht, machen wir das anders. Mannschaft, Transfer, Ausleihstatus. Da haben wir die normalen, die gelistet sind, aber das ist nur Ausleihen, glaube ich. Transferstatus, da haben wir es gelistet. Also, gehen wir wieder anbieten. Irgendwann wird es klappen. Palibrück gratis. Cater, Ausleihstatus unverkäuflich, ist auch lustig. Leihvertrag möglich, natürlich. Aber wir können ihn auch auf die Transferliste setzen. Max Müller, Vereinen anbieten. Ob ich jetzt 5000 für den krieg? Na, da können wir ihn gleich herschenken. Bulut, Transferstatus gehen wir auch auf. Laie natürlich auch immer möglich, weil warum sollten wir das nicht nutzen? Wenn wir ihn zumindest für ein Jahr von der Gehaltsliste kriegen oder so, warum nicht? Simon Sommer, genauso. Ups. Dann haben wir Hasanovic, dann machen wir das auch so. Halit Hasanovic, Vereinen anbieten. Ist relativ mühsam natürlich, aber haben wir eh keine andere Wahl. Das Problem ist, es hat auch absolut niemand Interesse, da ihn auszuleihen oder zu kaufen. Zurzeit Zirnitzer. So. Oettel habe ich auch auf der Transferliste, weil er Deutscher ist. Boah, das klingt rassistisch. Ihr wisst warum, nicht deswegen. Katnik habe ich jetzt gerade angeboten, glaube ich. Bammer, Choi sind verletzt, Öbster und Kaufmann. Bei Kaufmann probiere ich es nochmal, Ablösesumme 400.000. Die Frage ist, er verdient ja nicht wenig, ob wir nicht vielleicht versuchen, ihn auch zu verleihen. Transferstatus. Leihvertrag möglich. Und dann gehen wir auf
Vereinen sonst auch anbieten zur Leihe. Wichtig ist 100% Gehaltsübernahme. Und ich will ihn halt auch nicht unbedingt innerhalb der Liga verleihen. Und Ernst Öbster, Transferstatus. Auch hier natürlich der Leihvertrag möglich. Und Vereinen anbieten. Auf 60.000. Jo, viel Arbeit. Leihangebote für Kaufmann. Alter, ich weiß nicht, was du hast. Weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Wenn ich das da unten sage, dann ist die Teamharmonie wieder im Keller. Also sage ich mal das obere. Öbster möchte persönliche. Alter, ich hab dir schon gesagt, dass du gehen sollst. Super, jetzt will der nächste eskalieren. So, 10% des Gehalts und Ersatzspieler der ersten Mannschaft, Alter. Das sind Angebote, da können Sie mich mal. Kader unzufrieden mit Behandlung von Philipp Ebros. Großartig. Gut, nächstes Spiel dann gleich gegen den LASK. Und vorher müssen wir noch schauen, wer für die Amateure spielt. Machen wir gleich im nächsten Part.